Der neue Mikasa V200W hat auch eine neue Anti-Schweiß-Funktion. Das bedeutet, der Ball ist mit einer Schicht überzogen, die dafür sorgen soll, dass in längeren Ballwechseln der Schweiß besser abgetragen wird und nicht durch technische Fehler beendet wird. Hast du das gerade im Training vielleicht direkt sogar gemerkt? Also ich denke, die Anti-Schweiß-Funktion bei dem Ball anzubringen ist eine super Idee, weil das eben schon häufiger vorgekommen ist, dass das während dem Spiel ein bisschen den Spielzug dann beeinträchtigt hat. Ich habe jetzt gerade während dem Training keinen Schweiß auf dem Ball gesehen, von daher hat es entweder ganz gut funktioniert oder es war gerade eher Zufall, aber ich denke, das wird man in den kommenden Spielen oder sobald der Ball eingeführt ist, wird man das sehen, wie sich das dann in Turnieren, in Spielen, bei längeren Spielen gerade verhält, ob das dann wirklich eine deutliche Verbesserung ist und eben ja, das Spiel nochmal ein bisschen nach vorne bringt. Den Vorgänger, den MVA 200, hast du ja jetzt schon wirklich ausgiebig gespielt in deiner langen Karriere. Den neuen Ball gerade auch schon ein bisschen angetestet. Kannst du schon ein erstes Fazit ziehen, wenn du die beiden Bälle vergleichst? Ja, also ich finde, der Unterschied zwischen dem MVA und dem Ball jetzt ist nicht ganz so groß wie der Unterschied damals bei dem Vorgänger von dem MVA. Dadurch, dass jetzt die Oberflächenstruktur ähnlich ist, von daher denke ich auch, dass er sich ja, ein bisschen ähnlicher zu dem Ball verhalten wird. Und das war jetzt auch so mein erster Eindruck. Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt den Ball öfters auch in vielen Spielen benutzen werden, werden wir auch sehen, ob sich der Eindruck dann so bestätigt. Aber grundsätzlich denke ich mal, dass eigentlich alle mit dem Ball ziemlich zufrieden waren. Von daher passt es, denke ich, auch, wenn man nur kleine Veränderungen vornimmt, um den nochmal zu optimieren.